Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Skyrim. Wir stehen hier immer noch in Flusswald und wisst ihr, was mir einfällt? Da gibt es eine Mine und vielleicht sollten wir da nochmal hingehen mit unserer Spitzhacke, damit wir ja einfach mal eine Mine nochmal geklärt haben. Da gibt es Loot und wir können ein bisschen Eisen abbauen, bevor wir dann weiter in diese Richtung ziehen. Ja, das machen wir jetzt mal. Drum gehen wir wieder in diese Richtung. Ist ja auch mal ganz spannend, so eine Mine sich anzuschauen. Und ganz am Anfang konnten wir da halt nicht rein, weil das Inventar voll war. Huste mich doch nicht an. Mensch. Also ich weiß auch ungefähr, wo wir da reinkommen. Irgendwo da oben war ja auch das Pferd, aber egal, das brauchen wir jetzt nicht mehr, das läuft ja immer wieder weg. Und wir nehmen hier einfach mal die ganzen Blumen wieder mit. Ja, da haben wir auch blaue, sehr schön. Blaue wollen wir immer haben. Hier noch mehr blaue. Heilung und so. So, wenn ich jetzt hier in der Schlucht entlang gehe und dann zu meiner Rechten schaue. So, da ist rechts und da müsste irgendwo die Höhle sein. Guck mal, da liegt doch schon was. Müssen wir mal die Spitzhacke auch hier auswählen. Hier. So. Obwohl, ich glaube, das brauche ich gar nicht machen. Das war, glaube ich, voll Quatsch. Also wieder weg. Zack. Und wir gehen da einfach mal hin. Jawohl, es geht auch so. Sehr gut. Eine Eisenerzader. Die glänzt ganz schön hell, als wäre es Gold, aber es ist nur Eisenerz und gleich haben wir sie auch leer gehackt. Tada. Ach, guck mal, hier ist noch mehr. Juhu. Ja, irgendwie ein bisschen komische Animation. Das ist ja voll lustlos irgendwie. Ja, okay, ist jetzt auch nicht unbedingt eine Arbeit, wo man sich denkt, boah, da muss ich jetzt aber unbedingt hier alles geben, vollsten Einsatz bringen. Naja. Schon, hä? Hier ist doch keine Höhle. Wo ist denn die Höhle? Ich dachte, die wäre. Muss irgendwo eine Höhle sein. Mit der Holzfäller-Axt. Warum habe ich die denn jetzt da? Oh, jetzt habe ich hier schon was einfach so entschieden, dass wir das machen und jetzt funktioniert es nicht, weil ich. Doch, da ist er. Jawohl. Die Glutsplittermine. Da wollte ich hin. Da gehen wir mal rein. Hier diese Ketten. Nicht berühren. Wenn ihr die berührt, dann machen die ein Geräusch. Und die Gegner sind gewarnt. Mist. Ha. Das war doch super. Klasse. Na, wir werden hier ein 1A Scharfschütze wahrscheinlich. Hoffentlich. Schauen wir mal. Dietrich Gold. Fellrüstung. Viel Wert. Wenig Gewicht. Nehmen wir mit. Viel Wert. 25 Gewicht. Nehme ich nicht mit.
Hui, schau mal hier. Gleich was zum Abbauen. Deswegen sind wir hier. Wir wollten ja etwas Mining betreiben. Top. Was war denn das jetzt eigentlich? Eisenerz schon wieder. Okay. Da sehe ich noch... Uah. Ein Geldbeutel. Eine Kiste. Die sollten wir... Oh, haben wir mal einen abgebrochen. War mal etwas zu stürmisch. Jetzt haben wir es. Zack. 51 Gold hat sich gelohnt. Die wiegen 5. Ja, ich nehme sie mit. So. Ist hier wieder durch. Viel wert und wiegt nicht so viel. Dann nehmen wir die mit. Dann haben wir hier noch eine Küche. Wollen wir was essen? Gegrillter Lauch. Oh komm, wir nehmen das gegrillte Zeug hier. Oh, Barbecue, da habe ich jetzt schon Bock drauf. Das essen wir jetzt schnell. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Buff oder so. Stellt 6 Gesundheitspunkte wieder her, stellt 5 wieder her. Ach komm, wir essen das später. Ist jetzt eh noch viel zu heiß. Und was haben wir hier noch? Auch eine Kiste, Dietrich, Fackel, Gold. Okay. Mehr Gold. Hast du gerade gehustet? Aktivieren, Fackelhalter. Ach so. Ah, interessant. Sehr schön. Da gibt's noch mehr, da gehen wir jetzt mal hin. Ich hoffe, hier ist keiner mehr. Du meine Güte, schau sich das mal einer an. Was denn? Das ist doch nur eine Mine. Hier gibt's rote Pilze. Rote Pilze heilen bestimmt wieder. Und zack. Schon ganz gut der Mod, dass das Zeug so leuchtet, ey. Das sieht man richtig geil, das kann ich nur empfehlen. Ich hoffe, ich vergesse da nicht. Ah, das werde ich dann schon finden, wenn ihr da mal auf, wie heißt das, Skyrim Nexus oder so heißt die Seite, glaube ich. Hier könnten wir Holz hacken, aber da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Warum soll ich denn hier Holz hacken? Leichte Rüstung schmieden. Ah, juhu. Dankeschön. Eisenerz. Nehmen wir mit. Wahrscheinlich sackschwer. Ach, guck mal hier. Können wir das hier verarbeiten? Nee, oder? Vielleicht können wir was verbessern. Und zwar erstmal hier. Ja, mein alter Nordbogen, oder? Wollen wir das verbessern? Zack. Ich meine, jetzt haben wir schon so viel in Schießkunst investiert, auch wenn wir das Geld wieder zurückbekommen haben, können wir auch den Bogen noch verbessern. Das ergänzt sich doch super. So, und jetzt gehen wir aber mal weiter hier. Was haben wir hier? Oh, das sieht aus wie das Kackhaus. Da will ich nicht gucken. Da gibt es nur braune Äpfel. Ein Geldbeutel mit 21 Gold kommt uns gelegen. Da kommen wir her. Da. Da. Kann man da auch schon dran? Tatsächlich. Guck mal hier. Ach Mist. Hätte mich jetzt gefreut, wären das 2 Steine gewesen. Das wäre so cool gewesen.
eine Gittertür. Boah, hier ist eine ganze Wand voll. Cool, 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 cool. Weiter geht's. Ist das aber eine Überraschung? Hilfe. Yes. Au. So, wir haben einen Schlüssel. Können wir hier aufmachen. Hier gibt es aber nichts. Schade. Auf der anderen Seite, das hat er ja so ein bisschen bewacht. Oh, das sieht doch ergiebig aus hier. Salz brauche ich jetzt nicht gerade, glaube ich. Goldstücke. Goldene Halskette, die ist viel wert. Haben wir schon. Stab der Raserei. Kreaturen und Personen bis Stufe 4. Greifen 60 Sekunden lang jeden Feind in der Nähe, also jeden in ihrer Nähe an. Hm. Der ist natürlich viel wert. Ich nehme den mal mit. Weißkappe nehme ich auch mit. Karotte brauchen wir nicht. Zauberbuch Hellsehen. Ein neues Zauberbuch, ein neuer Spruch, meine Damen und Herren. Genau da hingeflogen. Ich glaub's ja nicht. Also das war hier Abels Tagebuch. Das brauchen wir ja nicht mehr. Das haben wir ja alles erledigt da. Ne? Ja, Hellsehen haben wir jetzt. Was? Illusion. Okay, das ist, glaube ich, dieser Zauber, der mir den Weg zeigt. Wo ich landen muss. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Dann nehme ich mal hier wieder meine tolle Zack-Axt in die Hand. Mit dem Bogen und die Rotkappe und hier nochmal Eisenerz. Nehmen wir auch mit. Und da sind noch mehr Pilze. Die muss ich auch mitnehmen. Boah, ist ja voll ergiebig hier. Meine Güte. Haben wir richtig was geschafft in dem Park. Komm schon, Dankeschön. Das nehmen wir auch mit. Voll leicht. Ich spiele übrigens auf den mittleren Schwierigkeitsgrad. Ne? Also Adept ist das, glaube ich, spiele ich. Muss ich mal grad gucken, was ist Adept? Nicht, dass ich hier Scheiß erzähle. Wo geht denn das Gameplay? Adept, ja. So, weiter geht's also. Pilze. Hier können wir kochen, will ich jetzt aber nicht. Und hier können wir noch einmal Eisenerz abbauen. Super. Na, dauert wieder ein bisschen. Tralalalala. Lalalalala. Ich hoffe, es lohnt sich. Wir können ja Schmiedekunst damit benutzen. Ich denke, das ergänzt sich gut zum Krieger. Schmiedekunst. Auf jeden Fall.
Pilze. Zerfleddertes Tagebuch. Die lassen mich jetzt schon seit Tagen hier unten schuften, aber die Zeit ist es nicht, die mir zu schaffen macht. Es sind diese Tunnel. Ich habe ihnen schon so oft gesagt, dass die Einsturzquelle im Tunnelabschnitt. Okay, das ist, glaube ich, nur irgendeine Geschichte. Oh, und hier ist ja noch mehr. Meine Güte. Ja, muss ich jetzt alles abbauen. Ich überziehe den Part schon wieder, aber die Höhle beenden wir jetzt noch in dem Part, das ist ganz klar. Ich werde doch jetzt nicht hier mitten in der Höhle aufhören. Also es ist ja nur eine kleine Höhle, es ist ja nur eine Mine. Beziehungsweise ich kenne die ja schon. Ne? Von daher können wir das hier ein bisschen überziehen. Dauert auch nicht mehr lang, also ich habe da noch so ein bisschen im Weißfluss, so das ein oder andere Questchen kenne ich da noch. Und dann wird es langsam blind, ne? Also nicht, dass ihr denkt, ja, wie soll ich das auch geschafft haben, schon einmal durchgespielt zu haben. Ja, gut, wir können jetzt also hier lang und ich glaube, hier befinden wir uns dann schon am Ende der Mine. Oh, super. Oh, schaut mal hier. Ich würde das ja gerne entschärfen und nicht aktivieren. Geh mal da weg. Tja, das hätte wehtun können. Ja, da ist der Ausgang. Okay, also Leute. Wenn euch das gefallen hat, schreibt mir bitte einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Ich versuche auch zu antworten. Und ja, ansonsten schaltet doch wieder rein zum nächsten Part, wenn es heißt Langster zockt Skyrim. Erlebt es mit mir zusammen. Dieses wunderbar geile Spiel. Bye bye, euer Langster.